Willkommen zu einem neuen Video von mir. Und so ist es heute wieder ein kleines Figuren-Unboxing plus Review. Ja. Wie ich schon im Len-Video gesagt habe, also von der Figur, dass ich mir auch noch Rin dazu bestellt habe und sie ist da von Figur. Jetzt habe ich diesen. Ja. Da war auf jeden Fall ein neuer Gutschein dabei. Und ein neuer ja, das war jetzt halt dabei. Und könnt ihr kurz Pause machen und dann könnt ihr euch definitiv 5% Rabatt sichern, falls ihr mal dort einkauft. Geht auch schon bis zum 6.18. Ja, ich habe den auf jeden Fall eingenutzt, als Len bei mir angekommen ist. Da war der auch dabei. Und habe für Rin halt Rabatt bekommen. Ja, auf jeden Fall ist sie jetzt auch da. Jibril steht da auch noch. ich tue sie mal kurz zur Seite legen. So, da ist auf einmal der Karton von ihr. Hier ist im Übrigen das Artwork. Ich mach kurz das. Das ist Artwork. Dann ist ja hier nochmal die Figur selber. Ist auch nochmal mit Len. Dann ist hier auch nochmal die Figur. Und ja, hier ist auf jeden Fall Rin. Und ich werde sie jetzt definitiv auspacken. Und werde das wie bei Len machen. Pause. Also ich mache erstmal eine kleine Pause dann. Und sehen wir uns gleich. So, ich habe sie jetzt ausgepackt. Also, das meinte ich halt, ne? Auspacken und so. Aber sie hat jetzt auch keinen Draht dran. Len hatte wiederum einen Art Draht dran, das ihn festhält an den Karton. Das hat mich echt aufgewundert. Es hat ein wenig gedauert, bis ich es abbekommen habe. Und ja. Hier ist auf jeden Fall schon mal die Base. Dann. Okay, das ist festgeklebt. Hole ich erstmal Rin raus. Hier ist auf jeden Fall sie. Ah, die Haare glitzern ja so schön. Ich muss mal gucken, wie kriege ich da den doofsten ab? Boah, dass das echt stabil ist, das ist geil. Lol. Das war mein Laptop. So. Folie Nummer 1, Folie Nummer 2. Das ist schön, dass die noch so gut geschützt sind. So, da ist auf jeden Fall schon mal Rin. Jetzt kommt natürlich wieder dieses richtig tolle auf die Base drauf, ohne dass sie umfällt. Und ohne kaputt zu machen natürlich. Ja. So, ich habe sie jetzt vollständig ausgepackt. Und auf die Base drauf getan. Und auch das Mikro und so dran war. Ich mache jetzt mal ganz kurz Handy ab. So ist sie jetzt ausgepackt. Ich finde auch mal hier oben, das an der Schleife, dass das richtig schön fast so realistisch aussieht. Das finde ich mega nice gemacht auch. Ja. Ihre Haare sehen mega aus. Was ich gerade durch Zufall gesehen habe, guckt euch mal die Fingernägel an. Es ist doch mal richtig nice. Also diese gelben Fingernägel. Ja, wenn mein Handy ransummen würde, wäre es auch toll. Aber mein Handy will nicht. Ja, das sieht mega nice aus. Ich liebe auch wieder das Gesicht. Das haben die richtig gut getroffen. Ja. Auch hier wieder an der Schleife sieht man das auch. Das sieht richtig nice aus.
Und ihre Haare sehen auch mega aus. Also die Details sind echt der Hammer. Ich glaube, hier oben sehen wir es auch nochmal. Ja, ich mache definitiv noch Fotos. Vielleicht sieht man es dann besser. Ja. Ja. Die Haare sehen auch wieder genauso geil aus wie bei Berlin. Hier ist auch noch der Body. Das sieht richtig nice aus, also wirklich. Wie gesagt, dass das so steht, das ist auch geil. Ja. Dann auch hier nochmal die Füße und so. Auch wieder schön geteilt. Ja. Also damit hatte ich unten, weil das guckt auch ein bisschen raus, deswegen dachte ich so, jo, vorsichtig machen. Ja. Aber sie sieht mega nice aus. Und eine richtig tolle Figur. Ja, jetzt habe ich sie beide auch hier stehen. Also Rin und Len. Ich habe sie mal durch Zufall letztes Jahr, glaube ich, schon gesehen. Figur, ja, da war sie auch zum Vorbestellen sogar noch. Und kann aber schon ein bisschen her. Doch, müsste letztes Jahr gewesen sein. Ja. Und da fand ich die schon so toll. Aber ich dachte mir so, ah, so viel Geld hast du nicht. Und jetzt, dadurch, dass halt Len runtergesetzt wurde, kam ich mal zu der Möglichkeit, ein paar Figuren, die ich so auf der Wunschliste hatte, nochmal zu holen. Weil die sehen nämlich mega, mega aus, die von Tonitaka. Ich bin gespannt, ob noch mehr davon kommen. Ich weiß, dass davor noch eine Miku draußen ist. Weiß ich aber nicht, ob ich sie mir noch holen werde. Ja. Auf jeden Fall sieht sie mega nice aus. Ich mache definitiv nochmal Bilder am Ende und wollte dann sagen, ich sehe euch beim nächsten Mal. Und ja, tschüss.